Ich bin's, Lara aus dem Kulturkindergarten. Ich habe mir heute überlegt, das Wetter ist so schön, dass wir heute zusammen an den See fahren. Ich würde gleich ein bisschen Frühstück machen und meine Sachen mitnehmen und euch ein bisschen zeigen, was ich da am Proviant mitnehme, meine Tasche packen und dann geht's los. Und was wir dann da machen, das seht ihr dann. Viel Spaß! So, da kann man schon ein bisschen See sehen und hier kann man schon ein bisschen Tasche sehen. Und jetzt trage ich das einmal bis zum See und dann baue ich das auf und dann zeige ich euch das mal. Hier kann man nämlich genau sehen, man muss bis hier oben muss der voll sein. Und jetzt gucken wir mal, wenn man da drauf drückt, sieht man, dass er bis zum Eimer voll ist. Das ist ein bisschen anstrengend, aber jetzt ist es fertig. So, hier war der Anschluss für die Luftpumpe. Das kann ich jetzt zudrehen, damit uns das in Ruhe lässt. Und dann habe ich hier noch so zwei, drei Sachen, die wir festmachen müssen. Einmal hier die Leash. Da muss man ein bisschen drauf aufpassen, weil das Stand-Off super, super leicht ist. Und wenn man damit auf den See fährt und runterfällt und eine Windböe kommt, ist das weg. Deswegen ist das ganz gut. Wir haben hier die eine Ecke, die machen wir hier fest. Und wenn wir dann auf dem Wasser sind, machen wir das einmal um unseren Fuß drum, damit wir auf jeden Fall mit dem Stand-Off zusammenbleiben. Und wenn das Stand-Up aufgepustet ist, packe ich mir aus meinem Kofferraum meine Tasche. Und da tue ich meistens ein Buch rein zum Lesen. Eine Brotdose mit ein paar Brötchen, weil ich muss ja erstmal frühstücken in Ruhe. Dann ein Smoothie. Ein Becher. Und ein Handtuch. Das packe ich hier alles in meine wasserdichte Tasche ein. Die kann ich dann zudrehen und zumachen. Und dann habe ich einen wasserdichten Rucksack, den ich mitnehmen kann. Schnell ist man mitten auf dem See. Tada! Jetzt habe ich hier noch mein Essen ausgepackt, was zu trinken und ein bisschen was zum Schnabulieren. Und jetzt mache ich es mir hier gemütlich und esse eine Runde was.
im Wasser kann man noch ganz viele andere Leute treffen. Da hinten zum Beispiel, da fährt jemand Kanu und da oben gehen ein paar Leute spazieren. Manchmal kann man am Rand auch einen Angler finden. Also hier ist auch ganz schön was los auf dem Wasser. Stand-up wieder eingepackt und auf meinem Rücken und bin jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis ganz bald, ihr Lieben.